Woke up feeling like a million bucks. Took a shower after I'm done getting sucked. Jetzt ist es mal Zeit, ein paar Outfits zu bewerten, oder Leute? Habt ihr Bock, dass ich mal Outfits bewerte? Eins in den Chat. Okay, Jonah Big D sagt eins, Young STW 1. Und, oh, halt. Also, wir gucken jetzt erstmal, was der Typ sich hier gekoppt hat. Was sagen wir hierzu, Leute? Ist eigentlich eine relativ stunny Denim-Jacket, oder? Ich finde, kann man jetzt nicht viel zu sagen, ehrlich gesagt. Ist eigentlich, wie gesagt, eine ganz stunny Jacke. Hat aber eine nice Waschung. Vorhin als ich nicht stunny, hat Brazy Waschung, aber sieht man nicht. Ich habe doch gerade angefangen, mein Lieber. Waschung ist nicht übel. Fash Creator sagt stunny. Ist cool, sagt. Was würdet ihr sagen, 1 bis 10? Vorhin als ich in Sean Brownski-Dings war, meinte so ein Typ in seinem Chat, dass meine Denim-Jacket, die ich eingeschickt habe, mit ist und räudig ist. Ich zeig euch die mal. Bruder, sag mir nicht, die Jacke ist nicht valid. Sag mir nicht, die Jacke ist nicht super schön. Guckt es euch mal an. Wow. Qué bonita. Qué bonita, diese Jacke, oder nicht, Leute? Ich würde der Jacke eine 7 geben. Ganz solides Pickup. Macht man nichts mit falsch zeitlos. Ich habe ja auch in einem meiner letzten Videos gesagt, mir ist auch wichtig, dass man die Sachen im Alltag anziehen kann, dass man die immer rocken kann. Perlenarmbänder hier auf so einem Crackbild finde ich auch cool. Guck mal hier, ich habe auch so ein Perlenarmband. Das ist aber leider gerissen und ich krieg das jetzt nicht mehr zusammen. Immobil X Naruto Shippuden Madara Figur. Oyo S Springsummer 23 Hemd. Müsste Runway sein. China Hemd vom Flohmarkt. Diese hier sieht aus wie Yoji Hemd, finde ich. Aber klar, diese Mandarin Button-Ups sind ja auch Yoji inspiriert an chinesische Kultur. Das weiß ich noch von damals, diese Yoji-Phase, weißt du? Okay, aber ist zu groß, finde ich. Also, könnte schon ein bisschen kürzer sein. Ich habe ja auch so ein ähnliches. Warte, ich zeig mal euch einmal dieses, was ich habe. Moment. Valid. Sehr, sehr valid auch, das Ding, finde ich. Mir ein bisschen zu lang. Und ich finde, auf jeden Fall, ein Typ von meiner Arbeit hat mir letztens gesagt, Kony Geboni, merk dir eine Sache. Es geht nicht nur darum, dass du die Sachen kaufst, die dir gefallen. Geht auch darum, dass du dir Sachen kaufst, die dir stehen und die gut aus an dir sehen. Und diese hier sah nicht gut aus bei mir. Diese sieht nicht fresh aus bei mir, wenn ich diese anhabe. Das Ding hier würde ich 1 bis 10 so eine 5 geben, feiere ich jetzt nicht so. Vor allem, weil ich das auch gar nicht mehr tragen würde. Yoji Pass ist bei mir over. Sorry, Nils Oiram. Dann dieses hier kann man nicht so gut erkennen auf dem Pick, aber sieht eigentlich auch ganz gut aus. Ich finde, das sieht irgendwie interessant aus mit den Dingern hier. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Kleid, was aber ein T-Shirt ist. Weißt du, weil hier ist ja noch eine Hose so. Chat, was sagt ihr dazu? 1 bis 10 zu diesem Oberteil hier. Nichts für mich. 3, 2, Oberteil stark, 8. Das ist auch so ein Ding, was ich bei dir sehen würde, sag ich dir ehrlich. Geteilte Meinung im Chat. Ach, Leon, hier. Oh, Laufer haben wir hier am Start. D plus D, was bedeutet das? Wann kommst du mal Richtung Stuttgart? Bevor ich nach Stuttgart komme, Bruder, fahre ich lieber nach Buxtehude, Digga, und besuch Monte, sag ich dir ehrlich. Ja, Leute, diese hier, sag ich ehrlich, ich finde die schön. Was ich fürs nächste Mal dazu sagen müsste, ist, wenn ihr mir eure Sachen da schickt, dann solltet ihr die auch schicken, wie ihr die tragt, bitte. Weil ich will auch wissen, wie die getragen aussehen, weißt du, wie ich meine? Ich finde die Farbkombination von denen richtig nice. Ich finde auch nice, dass die nicht so wie diese Standardlaufer sind, die gerade jeder trägt, mit diesem riesen Plateau. Warte mal, so eine Dinger hier, die kann ich gar nicht mehr sehen. Two-Tone Maybach, yes sir, Digga. Es ist zwar gerade June, but I can still bring May back. You know what I'm saying? Diese hier sind es nicht mehr. Aber wo waren wir jetzt bei den Dingern da? Die sind wirklich schön. Die sehen auch richtig edel aus und als würden die richtig lange halten. Hm, mag die Loafer sehr gern, danke. Ja, Bruder, die sind valid, Digga, sag ich ehrlich, Leon. W-Cup, wie viel hast du gelatzt für die? Das heißt, du hast 260 insgesamt dafür gelatzt. Wenn du sagst, du kannst die dein ganzes Leben lang tragen und so, bla bla bla. Wie alt bist du, Leon? Würde mich auch mal interessieren. Bruder, die sind auf jeden Fall valid, ja, kann man nicht leugnen. 18, Bruder, ja, du wirst nicht mehr so viel wachsen. Du kannst sie bestimmt immer tragen und wenn die krasse Quali haben, kannst du auch immer anziehen. Das ist halt auch ein Unterschied zwischen sowas hier und sowas hier, Digga. Die kaufst du, guck mal, diese hier kaufst du einmal, trägst du ein halbes Jahr und danach nie wieder. Aber sowas hier trägst, kaufst du einmal und kannst dann immer haben. Jona. Sag mal, was sagst du, Jona, zu dieser Prada Cup, diese gefährliche Prada Cups? Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr funny, Bruder. Jona und ich, Digga, wenn wir so Prada Cups bei so frischen Kennex sehen, Digga, die dann noch so Fußballtrikots tragen und dann diese Prada Cups, Bruder, wir machen mieses der Auge, ja? Ich schreib dir mal was zurück dazu, valid. Chat, was sagt ihr zu Prada Cups? Zeitloser Schuh? Haha, funny, aber gar nicht meins. Ich sag, diese Prada Cups ist auch so ein Rapper-Ding. Ich finde, das ist jetzt nicht so ein Fashion-Fashion-Ding. Das ist so ein trendiges Ding, was so durch diese Rapper-Vintage-Szene so gekommen ist. Du trägst eine Baggy-Jeans, du trägst Prada Cups, du trägst ein Fußballtrikot, eine gefährliche kleine Königskette, Digga, Jona, weißt du noch gestern. Und dann eine Polo-Sporttasche, genauso wie Bruno Abi. Prada Cups 6,7 bis 5, falsche Farbe, halt. Welche Farbe würdest du sagen, Bruno ist valid? Ich würde mir selber keine holen, weil ich mag irgendwie die Silhouette davon nicht so. Ich würde sagen, ist so eine 6,5 von 10. Kann man machen. Welche Prada Cups sind die nicesten? Weiße Sohle nicht so tam. Diese hier oder was? Diese hier, Bruno Abi Jim? Oh, neue Prada Cups? Bruno, was sagst du zu diesen hier? Sei mal ehrlich. Schwarze Prada Cups in diese glänzende. Was sagt ihr zu diesen Chat? 1 bis 10. Sagt ihr valid? Sagt ihr nicht valid? Sagt ihr steifen? Sagt ihr unsteifen? W? Sehr stramm. Okay, ganz schwarze. Alt. Schlappen, Schniedel Gonzales. Okay. Bruder, ich sag dir ehrlich, diese ganz schwarzen sind mir auch ein bisschen... Guck mal, da haben wir jetzt die Debatte. Leute, ich zeige euch jetzt mal was. Eins in den Chat, wenn ihr sagt diese, im 1:1-Vergleich diese Motherfuckers hier, die Magella-Dinger. Bruno, das sind übrigens die Magella-Dinger, von denen ich dir erzählt habe. Welche sagt ihr, sind mehr valid? Eins für die, zwei für die. Prada, zwei, zwei? Alle sagen zwei? Damn! Ihr sagt also alle Prada, richtig? Da kann ich nur eins zu sagen.
Dramatic Boom. Oh, hier haben wir ein Outfit. Aber 2 von 10, sagt Schniedel Gonzales. Ich sag dir ehrlich, das ist so auch diese typische Balenciaga-Ästhetik. Balenciaga-Hose, fette Plateauschuhe, Balenciaga-Type-Shade, komplettes Hype-Ding. Also das ist wirklich so, sag mir ein Outfit, was purer Hype ist, das. Balenciaga-Jeans oder diese ADR-Jeans, Digga. Kennt ihr diese ADR-Jeans, Digga, die komplett davon geklaut ist? Trash, in my opinion, what I'm saying. Die Jacke finde ich aber sehr, sehr, die Jacke finde ich super. Ich habe ja auch so eine ähnliche. Ich finde an sich, das sieht schön aus. Also von der Silhouette her passt es. Jacke kurz, Hose Stack drauf. Ich finde, es sieht cool aus, aber es ist halt einfach übertrieben, überrannt. So, you follow what I'm saying? Ich gönne dir trotzdem ein Like. Du hast viel mehr Likes als ich, deswegen schon mal steifen, Digga. Robert JZB sagt hart AF. Ich gebe dem Outfit eine 6 von 10. Ist okay, kann machen. Ist okay, kann machen. You follow what I'm saying? Ist okay. Also wirklich, ist doch okay, kann man machen. Leute, vielen Dank für alle, die was reingeschrieben haben, für den ganzen Support im Chat, Bruder. Es hat super geklappt alles. Und wir sehen uns dann. Haut rein, Leute. Steifen von Jump.